Vor 40 Jahren wurde die Landshut entführt. Ich war damals Sekretär von Kardinal Höffner, der zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war. Wir waren im Oktober 77 in Rom. An einem Abend, wir saßen bei einem festlichen Abendessen, als plötzlich die Nachricht kam, der Papst wünsche, dass sofort jemand in den Vatikan komme, um ein Telegramm in Empfang zu nehmen. Man schaute mich an, ich sollte wohl fahren. Ich stürzte aus dem Hotel, suchte das nächste Taxi und erwischte leider eine Ente, wie man damals sagte, ein Déjà-vu. Und der Fahrer hatte begriffen, dass es wichtig war. Der kannte sich bestens wohl aus und der schaukelte mich dann mit einer ungeheuren Geschwindigkeit durch Rom in den Vatikan. Wäre es von Nutzen, so würden wir sogar unsere Person für die Befreiung der Geiseln anbieten. Der Papst hatte ein Empfinden dafür, dass man hier helfen muss unter Einsatz aller Möglichkeiten. Und dann darf man auch sich selbst nicht aus dem Spiel rausnehmen.